Servus, herzlich willkommen zurück zu, ja, heute können wir es ein bisschen Space Astronomy nennen, aber naja, wir sind immer noch in Ceftech Ages. Bei mir natürlich wie immer Melanie und Malte. Hallo, hallo. Servus. Ja. Weil heute machen wir dann jetzt unsere Raumanzügelchen. Zwischen den Aufnahmen haben wir hier, also, geklöppelt wie die Blöden. Was war das? Was hast du gemacht? Das war wie du dieses High Voltage. Ich bin da ein bisschen zu dicht dran gekommen. Ja, wir haben noch, weil wir festgestellt haben, dass die Sachen von Galactic Craft brauchen RF an Energie. Ja. Was Immersive Engineering aber bietet, ist EF. Und da gibt es ja, hattest du in einer der Folgen mal hergestellt, so einen Power-Adapter. Den haben wir jetzt hier hingestöpselt und mit genau, und da greifst du meine Connector Worte verbunden. Jetzt vorweg, was ich jetzt eigentlich alles noch sagen wollte. Aber naja. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, dass ich meine Zwischenfolge sozusagen benutzt habe, um hier diese ganzen Gerätschaften zu machen, die wir für unsere Rüstungsteile brauchen. Und Melanie hat unsere Werkzeuge und das Schwert ein bisschen gepimpt. Stimmt. Ja, 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 ja. Und Malte hat Hiwi-Dienste gemacht, sozusagen. Genau. Nein, nein, in der Nase gebohrt hast du natürlich nicht. Also es sei denn, du hast dabei die ganzen komprimierten Platten und so rausgeholt, dann ja. Ja, natürlich, die waren in meiner Nase. Verschleimt. Richtig, ja. Und wie ich dann sagen wollte, für die Raumanzüge brauchen wir aber dieses Teil. Und jetzt kommt endlich das Teil, was ich vor ein paar Folgen gemacht hatte, zum Tragen. Ja, genau. Ja. Ich muss mir das noch aus der Kiste holen. Ich auch. Also theoretisch braucht ihr von den Rosanen 8 und den anderen jeweils 3. Nee, stimmt dann nicht. 4. Oh. Okay. Dann fehlt ein Lila. Ja. Stimmt, Blau ist zu viel, aber ein Lila. Nee, das Blau ist dann eigentlich richtig, aber ein Lila fehlt noch, ja. Oh. Naja, das muss ich dann noch machen. Dann müssen wir das noch schnell. Ja, aber das okay, ist... Okay, dann basteln wir jetzt erstmal schnell die Rüstung. Wie gesagt, jetzt nicht unbedingt das Problem. Das war das. Ja, das kriege ich hin. Ich hatte Gott sei Dank genug LED-Platten noch gemacht. LED. Ist jetzt nur eins exakt, was fehlt, dass ihr vier ja, habt? Ja, nur das. Gut. Nur das. Alles andere ist vollzählig, nur das Lila. Ja, nee, brauchen wir alle das Lila eine noch, oder? Also ich ja. Nur eine. Ich auch. Ja, das zweimal. Immer beiseite da. Aua! Ich lade meine Sachen auch schon mal auf. Wieso ist mein... Da ist schon was aufgeladen. Komisch. Bei mir ist noch nichts aufgeladen. Oh. Ich habe da ja wirklich so den Überblick verloren bei den ganzen Dingern. Wo muss man es reinsetzen? Es setzt sich automatisch rein. Oh. Ach so. Malte einmal. Oh. Noch nicht zeigen, noch nicht zeigen. Das sieht cool aus. Melöde wir müssen ja einmal. Brauchen dann auch ein Stadtplätzchen. Irgendwie haben wir jetzt ja noch nicht. Müssen wir erstmal auf Dienst. Oh! Ups. Oh, jetzt war das jetzt durch das hier. Aufladen oder weil es angezogen ist? Nee, weil wir alles haben. Oh, stimmt. Und dann kommt das große Finale. Aber ja. Ja, das ist das vierte Zeitalter. Moment, schnell noch der Helm, dann bin ich gleich. Ich will meine Schuhe aufladen. Ah, dann brauchen wir ja die Rüstung, die wir jetzt haben, gar nicht, ne? Nee, nee. Yay, die es können hat wir gereicht. Dann in unser Rucksäckchen legen. Auch alle Klamotten. So. Ja, ich muss noch meine Stiefel meine Schuhschutz aufladen. Schneller! Och, kein Stress. Achso, ich könnte ja mal ich muss niesen. Meine ganzen oh nein. Werkdinger hier mal weglegen. Oh, warte mal, das ist. Ui, wo leg ich die denn? Den Zack. Nimm. Soll ich die wirklich mitnehmen? Was denn? Die Rüstung. Ich tue sie jetzt bei mir im Rucksack. Ich hab sie auch im Rucksack. Immerhin.
Aber ich würde. Oh. Ich müsste mir den noch machen. So. Oh, Moment, ich muss noch meine kommt Höschen. So, und in der Zwischenzeit, genau, was du erzählt hattest vorhin mit den Rüstungen und Vorbereitungen, wir haben auch noch aus Erfahrung bei der Space Astronomie Projekt die Sauerstoffausrüstung hergestellt, eine Sauerstoffmaske, ein Fallschirm für jeden Fallschirm, und natürlich unsere Tanks und aufgeladen. Wir haben auch noch einen in petto, Batterie und was ich euch auch mal noch gebe. Ich muss mal gucken, ob ich es irgendwie aufteilen kann. Jeder 20. Klosturnfackeln. Das ist ja bestimmt Nacht dort. Oh. Du meinst 20 Glück reichen? Ja. Ich habe jetzt ein Stack vorhin nur gemacht. Okay. Ich. Ja. Wollen ja. Ja. So, dann lege ich das. Darf ich mich jetzt anziehen? Oh. Ja. Wow. Oh. Wie geil sieht das denn aus? Oh, das sieht aus. Ich muss mal fotografieren. Cool, ja. Ja, cool. Wie geil. Jetzt noch meine Schuhe. Das sieht richtig dumm aus. Ja. Aber ich glaube, das andere kommt dann wieder vor, wenn wir jetzt die die Tanks noch anlegen. Achso, das kommt sieht anstatt der normalen Rüstung, ne? Ja. Ja. Sieht man die dann, wenn ich das anlege? Jetzt habe ich eine Glasscheibe noch dazwischen, glaube ich, ne? Nö. Nö. Nee, aber man sieht die Tanks hinten auch nicht. Die sind halt jetzt in dem zweiten Reiter mit drin. Oh, sieht ja, ja, ich habe meinen Rucksack noch auf. Stimmt, ja. Ja. Dann könnte ich meinen ja doch wieder aufsetzen. Ja, das sieht ganz gut aus. Fuel Loader sind noch zwei in der Kiste hier. Oh, es ist tiefste Nacht schon wieder. Oh, Fuel Loader? Fuel Loader? Ich lieg. Weil wir Fuel brauchen. In welcher Kiste bin ich gerade verwirrt? In welcher Kiste denn? Da, wo alles drin ist, Melanie. In der Silberkiste? Ja. Wo siehst du hier Fuel Loader? Oh, da sind auch die. Ach, hier sind die Sandwiches. Fuel Loader. Ach, die Treibstofflader. Ach so. Ach, ja, wir haben es doch in Deutsch. Ach, dann übersetzt doch im Kopf. Mann. Ja, hab ich doch, ja jetzt. Jetzt gut. Oh, man geht so langsam. Und jeder braucht noch Eimers. Oh. Für den Treibstoff sind ich oben einen aber. Eimer. Oh, ich hänge. Wie viel, oh, wie hier viel sind Eimer 43. Ich nehme mal. Brauchen wir da, denkst du? Weiß ich nicht. Ich nehme 6 Eimer. Ich habe 10 mit. Oh, dann nehme ich. Ich habe jetzt 20 mit. Ich nehme 10. So. Und ich habe jetzt auch ein paar Flaschen. Ah, wir brauchen noch Strom. Gleich fürs Beladen. Und wo wollen wir denn starten? Reicht das denn überhaupt, was wir hier haben? Ja. Oh, mein. Ja, können wir diesen Poweradapter eigentlich nehmen und vielleicht dann dran setzen? Ich hol den mal, weil das müsste doch wie eine Batterie sein, dass der auch. Das speichert. Hoffe ich mal. Weiß jetzt mal die Wolle kurz hier rein. Hm, wir brauchen oder eine schöne Fläche zum Starten. Und die Batteriebox. Die Batterie will ich auch mal abbauen. Die müsste ja eigentlich. Die ist wieder leer. Na so, ach, das hält's nicht. Na, das ist ja bescheuert. Auch mal. Ich weiß nicht, wie viel Strom der aus der Batterie zieht, dann, wenn wir. Ja, ich weiß nicht, ob eine Batterie ausreicht.
Oh, und der ist auch wieder leer, der Power-Adapter. Also wir müssen uns irgendwo hinstellen, wo wir von den High Voltage was abzapfen können. Dann vielleicht bei der Zeppelin-Halle. Ja, dort irgendwo in der Nähe der Zeppelin-Halle. Ich habe jetzt noch einen Connector mit. Da muss ich den Power-Adapter dann mit hinstellen. Was langsam über ist vom Treibstoff, kann man dann ja später wieder reinschütten. Da ist doch eh so eine Plattform, wo wir mit unseren Zeppelinen raus, da können wir das doch erstmal hier hinstellen. Ich glaube, ich nehme das aber mal weg. Moment. Ja. So, setz das mal. Oh. Oben. Die Astronauten. Oi. Ach so, das habe ich ja jetzt auch noch in meinem Rucksack drin. Oh. Der Gerät. Wie rum musste das stehen? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier irgendeine Verbindung ziehen kann. Wenn man bestimmt den schönen Rasen verbrennen. Oh nein, das wollte ich nicht drücken. Das drücken. Ja, dann muss ich es doch anders ziehen. Kann jemand mal bitte nochmal so einen grünen HV-Wire-Connector bringen? Wir sind hier draußen am Dingensbauen. Ja, ich weiß. Ich ja auch. Ja. Aber ich muss ja irgendwie den Strom rüberziehen von da drüben. Habe ich ihn hinter dich durchgeworfen? Hier. Oh. Ach, jetzt brauchen wir wieder so einen Hammer. Oh, das kann ja auch nicht sein. Da kommt jetzt der Treibstoff rein, ne? Oder kommt das hier mit Strom? Hier rum muss die Öffnung sein. Ich brauche da kann einer unten da draußen. Yay. Ich muss noch ein Kabel holen. Das reicht ja nicht. Wie viel Treibstoff brauchen wir zum Starten? Na, wenn du dich in die Rakete reinsetzt und E drückst oder irgendwie war doch so, dann sieht man das, dass die voll ist. Muss voll sein. Ist denn jetzt in welcher Kiste? Nicht? Nö. Also zumindest nicht mit E. Dann guck noch mal bei deinen Galactic Craft Einstellungen. Was denn? G. Oder G? G. Da. Hä? Ich hab da jetzt so viele Eimer reingeschüttet. Ja, der hat doch keinen Strom. Ach so. Geil. Ich bin ja dabei. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es dafür dann auch schon Strom braucht. Warte. Jetzt. Jetzt muss ich es nochmal neu verlinken. Es kann aber auch sein, dass es zu weit ist. Ja. Es geht hier durch. Ah. Moment. Oder so. Ja. Ja, jetzt gerade reicht das. Ja, müssen wir eh noch optimieren alles. Also das ist jetzt nur mal... Wir brauchen noch eine Spähstation. Ja. Ah, oh. Oh. Ja. So, jetzt müsste es aber gehen, ne? Jetzt müsste der... Dockloading, warte. Ja, Energie ist da, Treibstoff müsste befüllt werden. Dann stelle ich... Ich habe immer noch 0,0. Ja, du hast du ja hast auch keinen ja auch noch nicht. Oh Mann, dann sagt mir das doch auch. So, ich bin 100% voll. Okay, dann kann jetzt der Power-Connector abgebaut und bei ihr dran gesetzt werden. Gut. Also ein Eimer hat bei mir gereicht. Okay, ich habe glaube ich 4 reingeschüttet oder so. Ich habe auch noch ganz viele Eimer frisch im Winter. Ja, ich auch. Ach, 3 Eimer habe ich reingeschüttet. So, ja. Und dann stelle ich meins halt hier hin. Okay, ich habe offensichtlich immer noch keinen Strom.
Oh, ich hab's falsch angeschaut. Wundere mich jetzt gerade, was ist das denn, was ich jetzt hier gemacht habe? Oh, ich hoffe, es gibt irgendwie noch richtige Portale, so wie damals bei Space. Oh, wo ist denn jetzt der... Oh, ich hab hier einen Connector eingesammelt. Ja, stöpsel den mal auf den Power-Adapter. Ja, ich muss erstmal rauskommen wieder hier. Lustig wäre jetzt, wenn du auch gestartet wärst. Hab ich jetzt... Oh. Hm? Ist egal, wie rum, glaube ich. Nee. Wir sind ja wieder... Anja, denk dran, den Kram da wieder rauszunehmen. Au, Scheißkabel. Was für ein Kram rauszunehmen? Den, ja, dein Fuel, dein restliches. Ach so. Ja, erstmal muss ich... Sonst verloren und den Loader musst du mitnehmen. Erstmal gucken, ob ich jetzt mal... Nein, ich habe immer noch keinen Strom. Ist also ja auch, glaube ich, kein Kabel dran. Kann das sein? Weil ich habe ja kein Kabel dran gehabt. Der war falsch rum. Warte. Jetzt aber. Ja, also es ist nämlich doch nicht unerheblich, wo es ist. Und eigentlich ist doch hier also jetzt das ist schon mit dem... fertig geladen, kann ich nicht. Nee, es lädt gerade. Achso. Oh, ich muss drin. Ah, ja. Ich muss mir mal kurz die Nase schnurren. Wieso dreht sich das denn immer nicht? Verstehe ich gerade nicht. Der ist nicht an der... Setze ich ihn halt hier so dran. Bei 83% ist er eigentlich schon voll. Okay. Kann ich den wegnehmen jetzt wieder? Ja. Ist voll geladen? Ja. Hat jemand das Kabel aufgesammelt? Nö. Nö. Da liegt ich das jetzt wieder raus? Gar nicht. Fix nicht raus. Eimer. Ja. Guck ich aber nicht. Ein Eimer reicht, hast du gesagt? Bei mir hat ein Eimer gereicht. Oh, jetzt muss ich erstmal schauen. Tatsache, es geht nicht raus. Ja. Nee, das geht nicht mehr raus. Oh. Ja, schon. Blöd. Also ich habe genug volle Eimer mit. Den müssen wir ja jetzt abbauen, wenn wir ihn dann noch brauchen, ne? Hol nochmal schnell Cobblestone. Okay. Wenn der Bade. Der dann voll? Nee, ist er weg, der Reibstoff. Ach, da steht. Ah, ist voll. Okay. Cobblestone. Oh, wie komme ich hier wieder raus? Mit Schiff. Oh. Also ducken. Jo. Moment. Ja, aber so, wie kommen wir jetzt dann ja von wieder abbauen? Ohne Strom. Wir haben hier dann eine Batterie. Ach so, wow. Das ist das ist die dann. Batterie, die wir dann mitnehmen. Also, ich habe jetzt 4 Stacks Steine mitgenommen. Oh, okay. Ja, ich habe fast einen Stack Stein. Ja, ich habe 41 und habe noch 55 Erde. Ich habe auch genug Erde. Ich hoffe halt, eine Batterie reicht. Sonst muss man gucken, dass man erstmal nur eine... Einer fliegt zurück. Ja. So, es wird Nacht, jetzt können wir schnell fliegen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, die Folge ist jetzt 19 Minuten ungefähr. Oh. Das schaffen wir noch. Na dann, wollen wir es wirklich... Sonderfolge. Ich bin drin. Also ich würde es lieber in eine neue Folge packen, ehrlich gesagt. Ja, ich eigentlich auch. Dann machen wir hier so einen fiesen Cliffhanger. Ja. Okay. Dann, mit Cliffhanger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.